So, hallo und herzlich willkommen zurück auf Project Let's Plays zu einer weiteren Folge Mafia 3. Kurze Rückblende. Wir wurden von unserem Auftraggeber verraten. Wir haben ja eine Bank überfallen und dann wurden wir von dem verraten. Meine kompletten Freunde und Family und wurden ermordet. Und ich bin der Einzige, der überlebt hat mit einem Kopfschuss. Und jetzt mit freundlicher Unterstützung der CIA darf ich Jagd auf diese Person machen. Also lasst uns einfach mal beginnen, ja, Lincoln, mein Imperium aufzubauen. Ich hoffe, der Sound passt und ist in Ordnung und alles. Schauen wir mal. Der Padre scheint nicht sehr begeistert von dem Plan zu sein. Um den musst du dir keine Sorgen machen. Was ist das für ein Auto? Du musst nichts von dieser katholischen Schuld auf mich laden, von der ich dauernd höre. Der weiß von jedem krummen Ding, das ich je gedreht habe und hat mich nie verpfiffen. Wenn ich sage, dass wir dem trauen können, dann ist das so. Klingt vernünftig. Willst du mir sagen, was wir hier tatsächlich machen? Verdammt, Lincoln. Wo willst du hin? Das scheiß Auto springt dich an. Oh, geht doch. Wir werden Marcano und seine ganzen Arschlöcher töten. Schwachsinn. Wenn das alles wäre, würdest du deine XM21 schnappen, dir Farbe ins Gesicht schmieren und alle wären vor dem Abendessen tot. Und du bräuchtest sicher keine Einsatzzentrale und den ganzen anderen Scheiß, den ich organisieren soll. Als ich zurück war, hat Marcano mir das Hollow angeboten. Er meint, es ist Zeit, dass Sammy in Rente geht. Ich hab's abgelehnt. Du glaubst, was passiert, das war deine Schuld. Schwierig ist anders zu nehmen. Was hast du denn gedacht, was Sal tut? Eine kleine Party für Sammy schmeißen, vielleicht eine goldene Uhr schenken und eine Medaille mit Glückwünschen zum Renteneintritt? Wäre auf jeden Fall besser. Beide, es gibt nur einen Weg raus aus diesem Leben. Aber du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Ich werde die Stadt übernehmen, Bezirk für Bezirk. Marcano wollte, dass ich das Hollow leite. Scheiß auf ihn. Wenn ich fertig bin, gehört mir die ganze verdammte Stadt. Das ist genau das, was ich hören wollte. Vorausgesetzt, dass dir das alles nicht zu viel ist. Warum sollte das zu viel sein? Es kackt die Karre am Berg ab. Keine Ahnung, vielleicht weil man dir in den Kopf geschossen hat? Ich bin vielleicht kurz aus dem Tritt gekommen, aber das wird wieder. Ist immer so. Da hast du allerdings verdammt recht. Ja, ihr habt's gehört. Noch was. Wir nehmen die Stadt ein. Ist keine große Überraschung, aber die meisten Cops hier hat Sal in der Tasche. Ja, hab mir das schon gedacht. Bin doch vorsichtig. Wenn die Cops sehen, dass du dich mit Sals Gorillas zoffst, hast du sie am Hals. Okay, danke für den Tipp. Ja, ich habe noch ein weiteres Problem. Und zwar dadurch, dass jetzt Musik im Prinzip auf manchen Videos wahrscheinlich kommen wird. So eben die Story-Musik, die typische 70er-Jahre-Musik wie Rolling Stones, Painted in Black, muss ich leider Gottes rausschneiden wegen der GEMA. Ich habe mal nachgeguckt auf YouTube und zwar wird mir dann jedes Video gesperrt. Also tut's mir auch schon mal leid, wenn ich das vorige Video ein bisschen beschnitten habe. Ist halt eine scheiß Situation und ich habe keinen Bock mir die Rechte da abzuluxen oder also zu kaufen oder sonst so ein Scheiß. Das kostet ein Schweinegeld. Nein, Mann. Alles gut. Ich bin im Motel. Komm vorbei, wenn du fertig bist. Jawohl. Wie geht's dir? Wie geht's? Ja, ist ein kleines, dickes Problem, das mit der GEMA. Geht mir ein bisschen auf den Sack. Ja, das war, ist jetzt Sammy's Bar gewesen. Wahrscheinlich komplett abgefackelt. Oh Gott, Backflashes. Willkommen daheim, mein Junge. Okay, wer soll sich jetzt alles die Hunde voll? Seine Karre ist der Hammer. Die Schwester von dem hat uns ja vorgeworfen, also beziehungsweise dem seinem Vater vorgeworfen, dass er ihn auf dem Gewissen hat, dem, der wo jetzt gerade da auf dem Tresen lag. Dabei konnte der nicht mal was dafür. Wow, dieser Warp-Effekt, der wird mir ganz schlecht, ey. Ich will dich, Herr Chef von Hollow. Eiskalt. Was zum Geier?
Na, jetzt warte mal, da hinten ist irgendwas, was ich aufsammeln kann. Oder ist es unten im Keller? Könnte auch im Keller sein. Ah, ich guck erstmal hier. Ah, das sieht so aus, als wäre es im Keller. Ah, Blut liegt da immer noch im Boden rum. Dass es nicht verbrannt ist, ist dann halt schon eine etwas komische Sache. Ab in den Keller. Zum Fritzel. Das ist keine gute Idee. Viele Jungs sterben da drüben in Vietnam. Ich muss es aber tun. Habe ich dir schon erzählt, woher ich die habe? Klar, gestohlen. Stimmt. Aus der Tasche von dem alten Weißen, der immer nur rumgestänkert hat, wenn er hier war. Nimm sie. Mir hat sie immer Glück gebracht. Das kann ich nicht annehmen. Ich weiß, du hast Angst, allein auf der Welt zu sein. Bist du aber nicht. Und wirst du auch nie sein. Back to the Army Roots, Special Forces. Kampfmesser! Benutze dein Kampfmesser, um Gegner mit einer tödlichen Überwältigung auszuschalten. Tödlichen Überwältigung. Alternativ kannst du im Optionsmenü unter Spiel auch nicht tödliche Überwältigungen auswählen. Draußen im Kampf wird alles Geld. Draußen im Kampf wird alles Geld, das du erbeutest, in deiner Brieftasche verwahrt. Wenn du im Gefecht umkommst, verlierst du einen Großteil davon. Also bunkerst lieber im Safe. Also benutze den Safe in Sammys Keller, um Bargeld zu bunkern, das du in deiner Brieftasche gelandet hast. Ja. Also in dem Fall kann ich. Schön. Ich hoffe, ich kriege das Geld auch irgendwann mal zurück. Also in dem Fall ist das jetzt hier meine offizielle Basis. Ah, Vargas Gemälde, 1 von 4, Delray Hollow. Also in dem Fall ist das meine kleine Basis hier. Schlafen kann ich irgendwie noch nicht. Aber ich kann immerhin schon mal Geld bunkern. Und vielleicht kann ich dann auch irgendwie auch noch mehr freischalten, vielleicht später. Um die Bar vielleicht mal wieder ein bisschen aufzupeppen. Das wäre natürlich richtig nice, wenn es so eine Option gibt. Was ist da Schönes drin? Naja, das stimmt ja, das ist die Garage. Da sollte eigentlich mein Auto stehen. Where is my fucking car? Ah, also im Prinzip ist das jetzt auch mein sicherer Zufluchtsort. Sichere Zufluchtsorte sind Plätze in New Bordeaux, an denen du dich mit Verbündeten und... Ach, ja... Solange sie versuchen, den US-Dollar zu spitzen, indem sie den Goldpreis niedrig machen, verfolgen sie nicht mehr. Ist der Blick. Sie macht sogar Platz. Ja, also, dann fangen wir mal an, unser Imperium wieder aufzubauen. Mal schauen, was der Typ von der CIA für mich hat. Oh, richtig gespannt, ey. Aber so einen alten Cadillac, das ist dann halt schon richtig geil. Aha, jetzt sind wir beim Motel aus Breaking Bad. Das ist doch auch schon mal was. Erstmal eine Schachtel Kippen holen. Boah, ich könnte eigentlich auch mal eine rauchen gehen. Ach man. Keine Kippen zum rausholen. Ach, wie ist das langweilig. Ich hoffe, ich habe auch ein bisschen mehr Freiheiten in dem Spiel. Hey, eine richtige Abhörzentrale. Wenn man so eine Aktion erfolgreich durchführen will, muss man sie einem anderen in die Schuhe schieben können. Drum habe ich den ganzen Krempel hier beim FBI geklaut. Wenn die Sache schief läuft, haben die Idioten das Problem am Hals. Wie ich sehe, hast du dein Handwerk nicht verlernt. Wenn es eins gibt, das ich kann, dann ist das Hoovers Schwuchteltruppe eine reinzuwirken. Und während du krankgeschrieben warst, habe ich schon mal was rausgefunden. Die Frage ist ja, welche Leute du hier rekrutieren kannst. Und ich sehe da drei Möglichkeiten. Oberste Priorität wäre, das Hollow denen abzujagen, die sich jetzt da breit machen. Hab ich mir schon gedacht. Stehst du? Haitianer?
Ich dachte, die sind Geschichte, seit Barker tot ist. Zum Glück sind sie wieder da. Und sie sind nicht gerade erbaut, dass Cell das Hollow der Dixie-Mafia gegeben hat. Dixie-Mafia? Georgies Idee. Sie dealen Heroin für ihn. Er will das ganze Hollow süchtig machen. Fucker. Ich schwöre dir, ich lasse nicht zu, dass diese ganzen Wichser alles zerstören, was Sammy aufgebaut hat. Wer hat Barker ersetzt? Ist nicht bekannt. Er hat's geschafft, anonym zu bleiben. Ist nicht bekannt? Geheimnisse vor John Donovan? Dass ich das noch erlebe. Tut mir leid, ich habe nicht genug dunkle Pigmente in der Haut. Also ist meine einzige Chance, mich an einen der Haitianer ranzuhängen und hoffen, dass er mich zu seinem Chef führt. Hey, ist besser als nichts. Und wenn du dich bei ihnen eingeschmeichelt hast, dann kommst du zu mir. Bis dahin habe ich was fertig, was dich interessieren wird. Also, dann machen wir uns mal erstmal auf die Suche nach dem Haitianer-Boss, um ihnen wahrscheinlich einen guten Deal anzubieten. Da ist irgendwas. Ist das eine Nutte? Ach, das ist die CIA-Basis. Da gibt's ein... Irgendwie muss man doch da reinkommen, oder? Ist lahm, wenn man nichts machen kann. Used Cars! Alter! Wir müssen sofort hier weg! Die überfahren ja einen hier! Tun Sie mir nicht weh, bitte! Guck dir die alten Schlitten an. Ah, das ist schon eher mal die Kragenweite. De Leo Apollo. Oh, schon besser. Oh ja, der liegt gut in der Kurve. Bist du sicher, das ist es hier? Gar keine Frage. Oh, jetzt warten wir mal eine Runde. Ich, ich kann es spüren, Hier. Sie fliegen James Earl Ray diese Woche zurück. Kaum zu fassen, dass wir glauben sollen, dass nur ein Mann Dr. King erledigt hat. Ist zu einfach. Zu glatt. Genau das macht mir Sorgen. Sagen wir, er hat Dr. King erschossen. Nur er und niemand sonst. Und wenn's wirklich so leicht ist, einen großen Mann wie Dr. King, Präsident Kennedy oder Bruder Malcolm niederzustrecken, dann wird sich in diesem Land nie was ändern. Du kämpfst und schwitzt. Und jemand kann dir alles wieder wegnehmen. Einfach so. Aha. Hey, braune Zuckermaus. Sie ist heute besonders süßer. Informanten betreiben die illegalen Geschäfte in ganz New Bordeaux. Finde und verhöre sie, um Informationen über ihr Ziel zu erhalten. Um den haitianischen Informanten zu befragen, isoliere ihn durch Kampf oder Verfolgung und näher dich ihnen dann, um das Verhör zu beginnen. Wie ist es der Drossel gelaufen? Alle ja. Und wir werden sie Stück für fucking Stück auseinandernehmen. Hä? Den greife ich mir! Jungs. Ich suche Deckung! Dies knallt ihn nicht sehr ab! Erstmal ein bisschen Adrenalin geben. Keiner will die Rednecks im Hollow. Bring mich zu deinem Boss, dann machen wir das klar. Fuck! Merde! Geh zum Voodoo-Laden. Da findest du den Boss. Tut mir leid wegen der Kopfschmerzen. Ausgenockt. Was für Waffen habe ich? Bis jetzt immer noch die M4-19. Warum nicht...
Nur 3 Schuss. Ah, da liegt Geld rum. Geld kann man immer gebrauchen. Ja, damit. Und irgendwas gibt's noch da hinten. Ich weiß nicht mal, was das wie Symbole eigentlich dann sind, wenn da... die betreiben ziemlich viel Voodoo-Scheiße. Vorsicht, Platz da! Was soll das? Tut mir leid, mein Mädelchen. Oh, seht ihr den Glitchfehler da? Da, Glitchfehler. Oh. Einige meiner Freunde sagen, wir sollten Mitleid mit den Rassisten haben. Die können ja nichts dafür, weil sie halt von so engstirnigen Arschlöchern erzogen worden seien. Also, das Spiel enthält auf jeden Fall ziemlich viel Rassismus. Kann man da eigentlich in die kannst doch du guck mal, so ich fahre also rum und höre mir den alten Johnny an und plötzlich kommt da dieser Arsch und übernimmt den ganzen gottverdammten Sender. Jetzt muss ich mir Niggermusik anhören. Hippie-Musik, lauter solchen Scheiß. Ich bin in den Puff eingebrochen, ich glaube, ich bin... Mein Gott, verdammtes Radio! Nicht das von irgendeinem geheimnisvollen Digger! Also man kann in Gebäude einbrechen, aber nicht in alle. Ich denke darüber, dass man ihm eine riesige Faust in einem schwarzen Handschuh an die Seitenwand seiner Garage gemalt hatte. Aber er stand mir trotzdem bei, weil es das ist, was man von Priestern erwartet. Oh je, ich nehme mir doch lieber ein Auto. Wir haben darüber geredet, nochmal zusammenzukommen und ein paar Oh nein, Zeugen sind Unbeteiligte, die zum nächsten Telefon oder Cop rennen, wenn sie dich beim Verbrechen beobachten. Schalte Zeugen aus, ohne sie gleich umzubringen und ohne dass die... Oh je. Was für die Jungen bist. Wir halten die Geduld für gut, was es uns abverlangt. Ich schwöre, heilige Scheiße! Ich glaube, ich habe gerade eben einen Schrei gehört. Das ging ja gut, ey. Das Gute ist, die müssen erst zu einer Telefonzelle wackeln, um die Cops zu rufen oder zu einem persönlich hingehen, statt wie bei Watch Dogs im Handy gerade direkt anzurufen. Egal wer gewinnt, ich bete darum, dass Gott sein Herz in die richtige Richtung führt. Mit den ganzen Problemen, die vor uns liegen, wird unser Präsident alle Gebete brauchen, die er kriegen kann. Na klaro. Jo, jetzt bin ich bei denen in der Hütte drin. Mal ein bisschen Terror hier gleich veranstalten, ne? Oh, sind wir ja gerade schon wieder draußen. Ich wette, der ist oben. Yep. Ah, jetzt muss ich auf den warten, bis er kommt. Okay, dann warten wir mal. Was geht denn ab? Ach, die! Nicht schlecht, die Nummer im Haitianer Camp. Einfach Backers Geisel zu spielen. Und ich hörte, du seist tot. Wir stecken wohl beide voller Überraschungen. Sieht ganz so aus. Was kann ich für dich tun, Lincoln Clay? Ich will, dass du mir hilfst, Samakano zu killen. Aha. Vor ein paar Monaten wolltest du noch mich killen. Und jetzt platzt du hier rein und ich soll dir vertrauen? Jetzt, wo Marcano die Dixie-Mafia unterstützt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er dich aufsucht. Und du weißt, dass sie jeden umbringen werden, der ihnen im Weg ist. Und du willst mich vor diesem furchtbaren Schicksal erretten, meinst du? Ich besorg dir die Kontrolle übers Hollow. Danach werden wir sehen, wie es weiterläuft.
Weißt du, warum Sammy und ich miteinander Krieg hatten? Ich hätte gedacht, du warst scharf auf die Lotterie. Bitte. Nur weil du dich vor ein paar unbequemen Wahrheiten drückst, brauchst du von mir nicht gleich den Naivling spielen. Sam und ich haben gekämpft, weil die Leute, die ins Hollow gehen, was Besseres verdient haben als einen alten falschen Mann, der Konserven verteilt, wann immer er Lust hat. Der immer tat, was Sal Marcano ihm auftrug, selbst dann, wenn es gegen seine eigenen Leute ging. Er hat sein Bestes gegeben. Aber dieses Beste war nicht gerade viel, richtig? Wenn ich das Hollow habe, tue ich dort, was ich will. Ohne Wenn und Aber. Solange du mir anstandslos deine Männer und Connections zur Verfügung stellst und Platz zum Untertauchen von Zeit zu Zeit, gut. Marcano hat Sammy durch einen Mann namens Richie Doucette ersetzt. Kennst du ihn? Gehört wohl zur Dixie-Mafia. Er ist ein Monster! Der Typ entführt schwarze Teenager und schleppt sie in die Sümpfe. Nach ein paar Tagen ohne Essen macht er sie los und sagt, sie sollen wegrennen. Dann hetzt er die Hunde auf sie. Weißt du, wie in alten Zeiten. So hat er meine Schwester getötet. Nur das ist mir von ihr geblieben. Wo finde ich ihn? Es ist da draußen gefährlich für ihn. Er zieht immer herum. Aber seine Männer operieren aus der Gemeindekirche und aus dem alten Theater. Perla hat es geheißen. Es wurde nach Sammys Frau benannt. Das nehme ich mir als erstes vor. Einer meiner Männer hat den Laden ausspioniert. Er wollte sehen, was da so abgeht. Du solltest mit ihm sprechen. Er weiß sicher mehr. Und wenn ich da gewesen bin, gucke ich bei der Kirche. So, der erste Schritt ist getan. Aber damit endet auch diese Folge hier. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn ich Mafia hochgeladen habe. Bitte gebt mir ein Like für dieses Video und abonniert bitte meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.